Also willkommen wieder zu Andruck, dem Pressetalk auf TV Berlin. Die Woche war spannend, der Parteitag der CDU. Und was passierte da? Frau Merkel kriegte nicht über 90%, über 100 sowieso nicht. Die Zeiten sind eh vorüber, aber der Parteitag hat sich in einer Frage gegen sie gestellt. Wie soll der Wahlkampf nur laufen, wenn die Parteichefin ihre eigene Partei nicht ganz im Griff hat? Oder sieht das nur für uns so aus? Darüber will ich heute diskutieren mit Andreas Tewald. Herzlich willkommen. Freier Journalist in Berlin, ganz besonders herzlich willkommen, denn da haben Sie ganz viel zu tun. Sie müssen alles abdecken, was die anderen Kollegen nicht machen. Ist so, ne? Ja. Mike Wilms, Festangestellter beim Berliner Kurier. So auch Ihnen herzlich willkommen. Danke. Sie dürfen trotzdem nicht schreiben, was Sie wollen, alles. Wie das manchmal so ist im Journalismus. Wie das manchmal so ist. Und Winfried Volz, da spare ich mir jede Bemerkung von Rhein-Pfalz. Ja. In Ludwigshafen in der Pfalz. Ludwigshafen, ja. Immer. Mhm. Die Frage stelle ich jedes Mal, weil ich immer Ludwigshafen mit Ludwigsfelde verfolge. Ach so. Das ist aber bei Berlin. Herr Volz, was war los am Parteitag? Die Parteichefin hat nicht so ganz die Gefolgschaft gekriegt, die sie eigentlich erhofft, erwartet. Oder hat sie damit sogar gerechnet oder rechnen müssen? Naja, wenn man sich an die Stimmen erinnert, im Vorfeld des Parteitages hätte man ja sogar noch ein schlechteres Ergebnis erwarten können. Bei der SPD wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Da wären es vielleicht nur 70% oder 75% gewesen. Ehrlich war dieses Ergebnis meiner Meinung nach nicht, aber mit knapp 90% kann die Kanzlerin oder die Bundesvorsitzende ganz gut leben. Ich glaube auch nicht, dass der Beschluss, der zur Rücknahme der doppelten Staatsbürgerschaft gefasst wurde, dass der große Auswirkungen hat. Er ist in mehrfacher Hinsicht töricht gewesen. Er ist nicht durchsetzbar in keiner möglichen Koalition, die die Union eingehen wird oder eingehen will. Und er ist auch inhaltlich falsch. Ich glaube auch nicht, dass die Delegierten alle wussten, was sie da beschließen. In meiner Wahrnehmung habe ich eine Kanzlerin gesehen, die erschöpft ist, die auch Zeichen der Auslaugung hat, aber das ist nach der Strecke, die sie zurückgelegt hat als Bundesvorsitzende und Kanzlerin, durchaus verständlich. Aber ich habe den Eindruck, die CDU hat bei diesem Parteitag auch begonnen, Abschied zu nehmen von Angela Merkel. Und der eine oder andere Delegierte wird auf dem Nachhauseweg sich überlegt haben, wer da wohl kommen wird als Nachfolger. Das wird sich nicht sofort vollziehen. Ja. Sie kandidiert ja nochmal als Bundeskanzlerin. Das heißt, 4 Jahre liegen nochmal vorher. Dazwischen liegt zumindest noch ein Parteitag der CDU. Naja, also ob das 4 Jahre werden, das werden wir dann mal sehen. Wobei, das die Frage erste ist ja immer... Erste Mann eine Stimme hier nein, das von Andreas Tewald. Also normalerweise muss jeder Kanzler oder jede Kanzlerin immer sagen, selbstverständlich trete ich für 4 Jahre an. So, das Problem ist immer, wie organisiert man einen Wechsel? Das hat ja bisher überhaupt noch keiner vernünftig geschafft. Deshalb kann es passieren, dass sie 4 Jahre macht und dann abgewählt wird. Oder kein neuer gewählt wird. Aber ich glaube, das ist jetzt im Augenblick gar nicht die entscheidende Frage, sondern entscheidend ist, für die CDU ist das zunächst mal stabilisierend, dass sie wieder antritt, weil die CDU letztendlich niemand anderes hat. Und ich glaube auch, die Zustimmungswerte in der Bevölkerung bei aller Kritik an der Flüchtlingspolitik, die sind deshalb so hoch, weil man natürlich eine sehr bewährte Kraft hat. Man weiß im Grunde genommen auch, was man an dieser Kanzlerin hat. Das ist so ein gewisses Grundvertrauen, das über die lange Strecke einfach gewachsen ist. Das Zweite ist, was diese Beschlüsse angeht, die Sie da gefasst haben, das zeigt meines Erachtens, dass die CDU eine tief verunsicherte Partei ist, die, wie ich finde, deshalb töricht ist, weil sie gar nicht stolz auf ihre Politik ist, sondern angstgetrieben vor der AfD reagiert. Wie die SPD vor der Agenda 2010. Ja, genau. Da haben sie auch alle Angst, dass das wieder irgendwie kommt. Das hat sich für die SPD nicht ausgezahlt, das wird sich auch für die CDU nicht auszahlen. Der Witz ist doch, bei der CDU haben doch in dieser Frage ausgerechnet die Leute den Wortführer gemimt, die im Grunde genommen im Frühjahr alle abgestraft worden sind. Herr Strobel ist mit seiner CDU in Baden-Württemberg baden gegangen. Frau Klöckner, die damals hin und her wogte, hat in Rheinland-Pfalz nichts geholt. Die fordert jetzt ein Burka-Verbot. Da kann ich nur sagen, Leute, ich wohne jetzt seit 17 Jahren hier in Berlin, bewege mich viel in den Vierteln, sprich ich wohne in Moabit, ich bin viel im Wedding unterwegs, ich bin in Neukölln und in Kreuzberg unterwegs, also da, wo die Leute wohnen, die sowas tragen. Ich habe noch nie eine Burka gesehen. Ich sehe ab und zu mal eine Vollverschleierte, das finde ich auch störend, aber das ist ein solches Minderheitenprogramm, wo ich sage, wenn wir kein anderes außer der Problem haben als dieses, dann sind wir gut dran. Und ich möchte mal gerne wissen, wie viel Burka-Trägerin Frau Klöckner in ihren ländlichen Gebieten an der Nahe entdeckt. Ja, wahrscheinlich sucht sie die noch. Eine Frage noch an Sie, bevor ich an Herrn Wilms gehe.
Das, was Herr Volz eben gesagt hat, sie sieht oder sah müde aus. Hatten Sie diesen Eindruck auch? Ja, ich glaube, sie ist sehr pflichtbewusst. Sie ist einfach angestrengt, das merkt man. Weil ich meine, das Pensum, das sie in den letzten Jahren leisten musste, ist ja auch wirklich schier übermenschlich. Sie ist ja faktisch permanent im Krisenmodus, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das ist ja allein auch, wenn man sich das mal überlegt, welch ein Reisestress auch damit verbunden ist. Das ist ja ein permanenter Überdruck, eigentlich nie Pausen und dann auch die Reisen, die solche Politiker heute machen. Man fährt mal zwischendurch für 2 Tage oder 3 Tage nach China oder in irgendeinen anderen Kontinent, wo man auch die Zeitverschiebungen alle verkraften muss und taucht dann wieder auf mit ganz wenig Schlaf und muss dann hier sofort wieder weitermachen. Also da muss man schon sagen, da muss man eine extrem robuste Konstitution haben und die hat Frau Merkel ganz erkennbar. Frage an Sie, Herr Milz, zu einem Abstimmungsergebnis am Parteitag, die große neue Hoffnung der Berliner CDU. Mhm. Monika Grütters kriegt da, glaube ich, das schlechteste Ergebnis oder das zweitschlechteste Ergebnis. Ist es doch nicht die große Hoffnungsträgerin für Berlin? Naja gut, ich glaube, dass mit Frau Grütters auf jeden Fall in der Berliner CDU einiges besser werden kann als vorher. Denn schlechter als Frank Henkel es gemacht hat, kann man es eigentlich nicht machen. Er war ja immer ein innenpolitischer Hardliner, solange er noch nicht mitregiert hat. Dann kam er ins Amt, dann hat man gesehen, eigentlich ist es doch eher so ein harmoniebedürftiger Typ. Er hat nie wirklich sich durchsetzen können. Man weiß nicht so richtig, was der 5 Jahre lang gemacht hat. Dafür ist er jetzt ja auch bei der Abgeordnetenhauswahl im September abgestraft worden. Die CDU ist nicht mehr in der Regierung und im Vergleich ist Frau Grütters, und ich denke, so wird sie auch allgemein wahrgenommen, schon eine patente Frau. Sie ist eine Kulturpolitikerin, die, was ja auch gut zu Berlin passt, als nicht nur deutsche Hauptstadt, sondern eben als, auch als europäische Kulturmetropole. Sie hat auch eine ganz andere Ausstrahlung. Sie ist eher so ein großstädtischer Typ, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass sie hier in Berlin bei den Berlinern gut ankommen kann. Davon bin ich eigentlich überzeugt. Einspruch. Stattgegeben. Ja, also ich glaube das nicht. Also ich würde mich anschließen, dass Frau Grütters eine patente Frau ist, dass sie sehr großstädtisch rüberkommt. Aber ich glaube, dass Frau Grütters hier ganz schweren Zeiten entgegengeht. Wenn eine Partei so verrückt ist bei der Neuwahl der Vorsitzenden, erstmal deren Generalsekretär, der von ihr vorgeschlagen wird, durchfallen zu lassen mit einem desaströsen Ergebnis von in den 30% und im zweiten Mal dann wählt mit knapp über 50. Eine solche Partei hat überhaupt nicht begriffen, was Sache ist. In Berlin ist doch das Problem, dass hier immer irgendwelche wirklich drittklassigen Kreisfürsten das Sagen haben und jeden wegbeißen, der von außen reinkommt. Und ich glaube, das Problem von Frau Grütters sein, sie spielt da nicht wirklich mit in dieser Liga, macht obendrein noch Bundespolitik, während im Grunde genommen diese Kugelrunden, die sind alle im Abgeordnetenhaus oder im Lokal. Deshalb würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU bei der nächsten Wahl noch weiter unter 17% kommt, ist deutlich größer als die Gefahr, dass sie über 20 kommen. Ihre Äußerung wird zu Protokoll genommen und werden Sie prüfen. Aber in 2 Jahren, Herr Volz. Ja. Man muss ja aber noch ergänzen, bei den Wahlen zum Bundesvorstand haben alle diejenigen, die immer so als Kronprinzen und Prinzessinnen gehandelt werden, ganz furchtbare Wahlergebnisse bekommen. Jens Spahn mit 70%, Ursula von der Leyen 72%. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass hier die Partei offenbar dem Wunsch der Kanzlerin, die ja offenbar auch von der Leyen aufbauen wollte oder will, nicht folgen will. Dann bleiben wir mal im Thema, Herr Volz. Wo sind denn die neuen Köpfe der CDU? Ich meine, wenn Frau Merkel in 4 Jahren, wird sie mit Sicherheit dann abtreten oder abgewählt ist, oder was auch immer, ist egal. Ja. Ja, aber wo sind denn diese Köpfe, wenn die man bisher dafür hielt, von der Leyen und Spahn solche Ergebnisse einfahren? Ja, früher kamen die ja aus den Bundesländern, da waren das Landesvorsitzende oder Ministerpräsidenten. Ja, bei Ihnen ist da auch so eine taffe Frau, die wir jetzt schon gehört haben, nicht so taff abgeschnitten hat. Ja, ich glaube aber immerhin war sie noch die Beste von allen, aber mit 86% auch nicht sehr berauschend. Das Ergebnis kann sie nicht gefreut haben. Ja, aus den Ländern kamen die früher, aber schauen Sie sich um. Ich meine, Volker Bouffier ist, glaube ich, auch kein Zukunftsprogramm. Ja. Und wenn wir in die Ministerriege schauen, dann wird auch immer wieder Wolfgang Schäuble genannt, aber das ist, glaube ich, auch kein Zukunftsprojekt. Das ist doch auch wohl eher ein Auslaufmodell, nicht? Ja. Bei all seinen Verdiensten, die er hat, aber... Da ist halt jemand, der mit den Hufen scharrt. Ich sage jetzt mal, die Verteidigungsministerin wäre gern noch etwas mehr.
Aber sie eckt ja schon traditionell immer in der Partei an, weil sie dafür steht, für diese Sozialdemokratisierung der Union, wie man ihr immer vorwirft, innerhalb der CDU, was ich eigentlich nicht glaube, weil auch die Gesellschaft sich verändert hat. Die CDU hat sich ja da auch etwas angepasst. Wer jetzt den Rollback in die 90er will, ich glaube, der ist schlecht beraten bei der CDU. Herr Debert, gucken wir noch mal auf das nächste Jahr. 17. September, glaube ich, sind die Bundestagswahlen, sind noch nicht genau festgelegt. Wie soll denn das werden? Das ist ja unser Thema unserer heutigen Runde. Was wird denn das vom Parteitag? Sie geht jetzt in die Bundestagswahl und spürt ihre eigene Partei, will ihr nicht so richtig folgen. Na, also ich würde mal sagen, also ein Ergebnis um die 90% ist in diesen Zeiten, wo die Bevölkerung verunsichert ist, das Land verunsichert ist, eine Partei verunsichert ist, gar kein schlechtes Ergebnis. Damit kann man was machen. Mir sind ja immer Parteien verdächtig, die so komplett einer Meinung sind. Das mag ich schon mal gar nicht, das funktioniert in der Regel nicht. Was aber die CDU in der Regel ganz gut hinkriegt, ist sozusagen in einen Wahlkampfmodus zu schalten, dann steht diese Partei zusammen, dann steht auch die CSU wieder zur CDU, dann wird dieser Streit beerdigt. Das ist der Riesenunterschied zum Beispiel zur SPD. Richtig. Die SPD streitet sich ja auch im Wahlkampf immer und minimiert ihre Chancen. Ob das so wird, ob die CSU dann wieder an der Seite der CDU steht und von Angela Merkel, der Kanzlerin, im nächsten Jahr, darüber wollen wir gleich weiter spekulieren mit Andreas Tewald, freier Journalist, Mike Wilms vom Berliner Kurier und Winfried Volz von der Rheinpfalz. Und mit Ihnen natürlich zu Hause. Bleiben Sie dran, geht gleich weiter.